Pyrenäen. Ein geheimnisvolles Wort. Klingt fremdländisch, abenteuerlich. Was weiß ich über diese Pyrenäen? Sie bilden das Grenzgebirge zwischen Frankreich und Spanien und irgendwo mittendrin der Zwergstaat Andorra. Aber sonst? Offensichtlich teilen viele diese Ahnungslosigkeit und der unbeschreibliche Kurt Tucholsky fasst dieses Nichtwissen in Bezug auf diese mysteriöse Berglandschaft zu Beginn seines Pyrenäenbuches höchst amüsant in Worte. Geografie hatten wir beim Roten Gierke. Der Mann war ein Lehrbeamter mit vielen kleinen Äderchen im Gesicht, die ihm ein kupferrotes Aussehen gaben. Wegen seines Spitznamens hatte er sich anstandshalber einen roten Bart umgebunden. Er mochte uns nicht und wir mochten ihn nicht. Er galt für falsch und rachsüchtig. Urteile von Schulklassen sind immer richtig. Es wird schon gestimmt haben. Hey, hast du Geografie gemacht? Ich habe keine Ahnung. Und woher sollte ich auch eine Ahnung haben? Das kümmerliche Geografiebuch verzeichnete ein paar Namen und stotterte in holprigem Deutsch etwas von Bodenbeschaffenheit und Sardinenhandel. Der Rote hatte dazu mit einem Rohrstock an der Karte entlang gestrichen und die Klasse hatte korrekt geschlafen. »Wir kommen nunmehr zu den Pyrenäen«, sagte der Rote. »Ich weiß nicht, ob er heute auch noch dazu kommt, aber bis auf das schöne Wort Maladetta, was kein Fluch, sondern ein Berg ist, habe ich nichts behalten.« Es ist alles wie ausgelöscht. Das gute Schulgeld, die schöne verlorene Zeit. Pyrenäen. Das war so eine rostbraune Sache auf der sonst grünen und schwarzen Karte, darin ein paar Bergkleckse standen. Rechts und links gefiel sich die Karte in Blau. Das war das Meer. Ja, und sie trennten Spanien und Frankreich. Auch musste man jedes Mal ein kleines bisschen nachdenken, bevor man den Namen schrieb. Dies waren die wissenschaftlichen Kenntnisse, die mir die deutsche Schule in Bezug auf die Pyrenäen mitgegeben hatte. Nun, die heutigen Geografiebücher sind mit Sicherheit besser als die zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber auch ich kann mich beim besten Willen nicht an weitreichendere Informationen über die Pyrenäen erinnern. Das Mysterium um diese zauberhafte Region, die ja nun immerhin im westlichen Europa liegt, ist sogar so groß, dass der berühmte deutsche Autor Max Frisch, der sein immer noch brandaktuelles Drama über Rassismus Andorra nannte, sich bei eben jenem kleinen Staat entschuldigt hat. Er habe den Namen eher zufällig gewählt und sich über die Identität dieses real existierenden Pyrenäenvolkes keine weiteren Gedanken gemacht. Aber die Unkenntnis über diese Gebirgskette half wiederum anderen Personenkreisen. Im Negativen wie im Positiven. Über lange genutzte Schmugglerpfade gelangten viele Menschen auf der Flucht vor der Gestapo im Zweiten Weltkrieg an vermeintlich sichere spanische Häfen. Mit der Sehnsucht nach Freiheit im spärlichen Gepäck wagten sie den gefährlichen Weg durch Klippen und Geröll. Die österreichische Widerstandskämpferin und Fluchthelferin Lisa Fitko berichtet davon in ihren Erinnerungen »Mein Weg über die Pyrenäen«.
Sie half auch dem berühmten deutschen Philosophen und Kulturkritiker Walter Benjamin über die Berge, der sich jedoch dann auf der spanischen Seite von den Grenzern gestoppt das Leben nahm. Auch wir hatten weit weniger existenziell, aber dennoch oft sehr dramatisch einen treuen Helfer auf unseren oft recht abseitigen und unwirtlichen Wegen durch die Pyrenäen. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unser tapferes kleines Offroad-Wohnmobil namens Gregor der Dreckige vorstellen. Selbstbewusst und zuverlässig meisterte er jede noch so unzugängliche Straße und ließ uns abseits der touristischen Hauptrouten die raue Schönheit dieser abenteuerlichen Berglandschaft bewundern. Ein kleiner Einschub und Hinweis hier am Rande: Für alle Offroad-Fans habe ich dieses Video in der Beschreibung bei YouTube mit einem Link versehen, der euch zu einer kleinen Gregor-Führung auf seiner Reise mit Lou und Dana durch Island führt. Dort könnt ihr mal reinschauen. Vorbei geht es an den berühmten Ruinen der französischen Katharerburgen, durch traumhafte katalonische und aragonische Landschaften zu den Resten der spanischen Klosterburg Castillo de Loire. Sie bezeugen die kriegerische Vergangenheit jener Gegend sehr eindrücklich. Der Herzogssohn, Botschafter, Staatsminister und frühromantische spanische Dichter Ángel Saavedra, Duque de Rivas, verbindet in der folgenden Romanze die abenteuerliche Vergangenheit des Landes mit der sehnsuchtsvollen, vergeblichen Liebe. Ángel Saavedra, Duque de Rivas, Romanze, in einer Übersetzung von Ulrich Daum. Getroffen von 11 Todeswunden, zerbrochen und zerstört der Degen, das Pferd erschöpft und ganz ermattet, die Schlacht verloren, die Mühe vergebens, mit Blut befleckt, mit Staub bedeckt, in dunkler Nacht voll fahler Nebel, geschlagen in Antigola. Ganz hoffnungslos schien mir mein Leben. Schon streckt der Tod die Arme aus. Mit letzter Kraft schleppt sich das Pferdchen über geborstene Harnische und über starre Leichenberge. Und auf verborgenen, stillen Pfaden, die wohl der Himmel mir geebnet, gelangt ich nach Villacañas, nach schauerlichen Mühen und Schrecken. Dort bot die liebliche Filena, die meine Not nicht ansehen konnte, mir ihre Milch, ihr Haus mir an, ein Trost für mich in meinem Elend. Sie untersuchte meine Wunden und mit gar zarten, sanften Händen wusch sie das staubige Blut mir ab, das schwarz auf meinem Körper klebte. Sie heilte sorgsam meine Wunden, doch größere Wunden schlug sie mir. Die körperlichen heilte sie und schlug mir neue in die Seele. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Feuer, das sie in mir legte, und sagte ihr: Schöne Filena, lass nun genug sein deiner Pflege, denn grausamer sind deine Augen als je der wilden Polen Speere. Zwar trafen diese meinen Körper, doch sie entflammen meine Seele. Ich hatte Mut, in blut'gen Schlachten dem grimmen Mars zu widerstehen, doch Cupido, dem Räuberischen, fühl ich mich heillos unterlegen. Filena,
Gib deinen Sorgen auf, denn eher Kummer bringt die Pflege, nicht länger Sorge für den Körper. Bring lieber Heilung meiner Seele. Und ein weiterer berühmter spanischer Dichter des 18. Jahrhunderts, José Cadalso, fasst diesen Themenkreis zu einem großen Blick auf die Zeit. Die Zeit, die hier in den Bergen so unmittelbar spürbar wird. José Cadalso über die Macht der Zeit. Wieder in einer Übersetzung von Ulrich Daum. Sie, Felice, alles ändert sie, die Zeit. Die Sensen hat sie, alles zu vernichten. Die Täler kann zu Bergen sie aufrichten, wo Meer war, hat sie Felder hingestreut. Den hellen Tag macht sie zur Dunkelheit und Heldentaten zu Kindergeschichten. Burgherren vertreibt sie und macht sie zu Wichten und kühlt bald ab der Jugend Hitzigkeit. Sie kann den Stier, den Löwen niederringen, den wilden Mustang zwingt sie in die Knie, besänftigt den Orkan und alle Meere. Nur eines wird die Zeit niemals bezwingen, bezwingt es nicht und sie bezwang es nie. Das ist die Lieb, mit der ich dich verehre. Nun, und hier endet heute unsere literarische Offroad-Reise und wir sehen uns hoffentlich wieder beim letzten Lesestopp dieser Pyrenäentour in der Wüstenlandschaft Bardenas Reales. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.